Heute. Ich nehme euch heute mit. Ich vlogge heute mal. Mein erster Vlog. Eigentlich passiert gar nichts Großartiges. Ich vlogge heute zu Hause. Ihr habt gerade gesehen, was ich mit dem Frühstück gemacht habe. Und zwar ist das mein Zwei-Zutaten-Pancake oder Pfannkuchen. Also super simpel, einfach. Das Rezept habe ich auf meinem Blog. Dazu esse ich gerne ein bisschen Joghurt, Birne, Banane habe ich heute oder halt auch anderes Obst. Und weil ich irgendwie immer noch so ein bisschen eine verstopfte Nase habe, ich war die ganze letzte Woche krank und ich kann es eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, weil gerade richtig viel los ist in meinem Leben, habe ich mir ein Ingwer, Zitronen, Kurkuma, Honig, Cayennepfeffer, ein bisschen eine Prise, um diese Erkältung oder diese verstopfte Nase einfach mal komplett wegzubekommen. Ja, ich fand das immer ganz cool, wenn man, ich schaue mir selbst gerne diese Vlogs an oder was anderes am Tag essen. Und das wollte ich heute auch machen. Ich zeige euch einfach, was ich esse. Mal schauen. Und was ich heute so geplant habe. Heute kommt nämlich Hella von Advance Your Style, die hilft mir heute. Ich bin nämlich mitten im Umzug bzw. Auszug. Also mir steht so einiges gerade an. Ihr seht schon, irgendwie sieht das hier alles ganz kahl aus. Die Wände schon weiß, ich habe mich schon die ganze letzte Woche gestrichen. Oh, Leute, ihr glaubt nicht, wie anstrengend sowas ist. So ein Umzug und ich hab hier wirklich ein 180 Quadratmeter Haus. Und ich habe mich dazu entschieden, das alles selbst zu streichen, weil einfach ein Maler zu teuer wäre. Und jetzt muss ich den sauren Apfel beißen und ich streiche das gerade. Alles, irgendwie jeden Tag nehme ich mir so einen Raum vor und es dauert Ewigkeiten. Mittlerweile sehe ich irgendwie so ein Ende. Ja, aber es muss halt alles gestrichen werden. Es muss auch alles aus diesem Haus raus. Es ist teilweise noch so viel Kram von meinem Vater hier drin, was unbedingt raus muss. Ich habe schon so viel weggeschmissen. Und ja, Hella, mal schauen, eventuell streichen wir heute. Das Bad habe ich geplant oben. Oder, ich weiß nicht. Vielleicht streichen wir, aber hauptsächlich kommt sie, um mir zu helfen, um meinen Kleiderschrank ein bisschen auszumisten und bei mir zu helfen, was mitkommt, was hier bleibt, beziehungsweise ja, was irgendwie hier eingemottet wird erstmal, weil für mich geht es nämlich ganz weit weg nach Australien. Also ich gebe hier gerade alles auf, das ganze Haus, ich vermiete mein Haus und gehe nach Australien. Ich habe das noch nicht an die große Glocke gehangen, aber jetzt, ja, erzähle ich es euch. Geplant sind 4 Jahre. Mal schauen, ich habe mir gesagt, wenn ich es nicht so lange aushalte, ist es nicht so schlimm. Dann komme ich halt früher zurück. Wo die Frage ist, ob ich dann nach Deutschland zurückkomme. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist gerade, ich freue mich gerade total, dass es bald losgeht. Heute ist der 26. Januar, Donnerstag. Und am 19. Februar geht es schon los. Da geht mein Flieger und ich freue mich total. Schon mal 2013 für ein Semester dort in Melbourne. Ich gehe jetzt auch wieder nach Melbourne. Ich habe mich entschieden zu studieren dort. Ich bin richtig aufgeregt und ich freue mich, obwohl auch die letzten Wochen echt die Höhen und Tiefen hatte, weil es ist echt noch so viel zu machen und natürlich heißt es auch Abschied nehmen von so einigen Personen und das tut schon weh. Aber ich esse jetzt erstmal, weil Hella kommt. Vielleicht in einer Stunde oder so. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen essen und vielleicht noch ein bisschen arbeiten, Mails checken und sowas. Muss man alles ja machen.
So, Hella kommt ein bisschen später. Deswegen fange ich schon an, mein Badezimmer zu streichen. Und ich habe überhaupt keine Lust. Ich hasse Streichen überall. Also dieses Haus hat 180 Quadratmeter und ich habe schon so viel gestrichen und ich kann einfach nicht mehr. Ich würde auch nie wieder auf die Idee kommen, jeden Raum irgendwie eine andere Farbe zu geben. Jetzt das Bad, das hat halt super gepasst. Es ist halt irgendwie so ein bisschen braun. Ja. Aber wenn man so eine Farbe drauf hat, dann muss man natürlich auch mindestens zweimal streichen. Ah ja. Ich habe jetzt gekocht und wir haben Süßkartoffel-Pommes, Zucchini-Patties und etwas Salat. Lecker! So, als Nachtisch haben wir hier, oh Gott, was ist es? Datteln. Datteln. Als Kugel geformt mit einer kleinen Walnuss drin versteckt in Kokos gewälzt. Hat mein Freund gemacht, nicht von mir. Aber es ist relativ gesund. Kein Zucker oder sowas drin. Hella darf sich auch einnehmen. Die sind aber weich. Ja, die sind weich. Das ist tolle Püree. Hella muss sagen, wie es hier schmeckt. Ich glaube, das sollte man eher abbeißen, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut? Sehr süß. Hat sich wohl gut gemacht. Mhm. Super. Köpfe am Bienchen. Die Hella wischt für mich. Schön. Putzfee. Alles weiß. Dreimal mussten wir streichen. Waren's nicht? Zehnmal? Ah, gefühlte, ja. Es hat auf jeden Fall Stunden gedauert. Die Tür geht zu. Was machst du schön? Ja, aber was hier ist so richtig schön? Weg. Ein bisschen was klebt immer noch fest. Ja. Ach, solange man die Brille nicht auf hat. Und alles mit. Alles mit. Sicher. Nein. Wo ist denn der Koffer, in den alles rein muss dann am Ende, dass wir mal so ein Maß haben? Ich habe zwei Koffer. Na, dann zeig ich. Ja, das ist halt dann der andere und dann ist da halt noch Handgepäckskoffer. Mach einen Handgepäckskoffer. Ist nicht viel, aber 23 Kilo ist halt nicht mehr. Ja. Gut. Ich mache das aber nicht beide auf. Nicht beide aufmachen? Dann hast du so ungefähr ein Gefühl, wie viel es ist. Wo du ganz sicher bist, dass du es reinspeist, kannst du schon mal einen Koffer packen. Also musst du ja nicht ordentlich einpacken. Nur schon mal. Weil nicht, dass du dann davor stehst und sagst so, oh scheiße, ich muss doch noch mal um die Hälfte halten. Die Hälfte halten. Wahrscheinlich eh passiert. So, da war vorhin der Akku leer, als wir mein Zimmer oder meine Klamotten ausgeräumt haben. Und dann muss ich auch arbeiten. Nur ein paar Stunden. Aber jetzt bin ich zu Hause und mein Freund kocht gerade Abendbrot. Ja, was wir gemacht haben mit meinen Klamotten. Also wir haben schon mal, obwohl es noch ein paar Wochen hin ist, ein wenig sortiert, was ich mitnehme, was ich wegschmeiße, was ich hier lasse und... Ja, ein Vielleicht-Stapel gab es auch noch. Also es gab verschiedene Stapel. Ich habe schon teilweise Sachen weggeräumt in den Koffer, so Bikinis oder so, die auf jeden Fall mit müssen. Das ist jetzt scharf, ich glaube. Und auch Klamotten, die ich eigentlich hier lasse. Da habe ich einen extra Koffer, das wird dann irgendwie eingelagert. Und da war ich ganz froh. Hella hat mir geholfen, es war ganz erfolgreich. Und naja, letztendlich kurz davor werde ich wieso nochmal schauen, was ich jetzt mitnehme und was doch hier bleibt. Ja, oh. Ich bin jetzt echt fertig, ich habe auch noch gar nicht geduscht. Ich bin zur Arbeit ungeduscht gegangen. Ich habe noch überall Sprenkel, ich hatte es teilweise auch in den Haaren. Ja, jetzt gibt es gleich Essen. Ich glaube, hier gibt es Stafford's Pie.
Ich liebe das, mein Freund macht das gerade. Es ist immer donnerstags, kocht er immer. Das ist für mich auch eine Riesenerleichterung, weil eigentlich koche ich immer. Aber wir haben das jetzt so gesagt, weil ich eigentlich immer koche und ich nicht so richtig Bock habe, jeden Tag zu kochen, dass ein Tag in der Woche er verantwortlich ist fürs Essen. Und das ist ganz cool, es klappt ganz gut und das haben wir uns jetzt so eingespielt. Genau, zeige ich euch gleich. Aber vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal durch. So, das ist also unser Abendbrot. Shepherd's Pie, das ist immer so Hackfleisch, Tomaten, ja, irgendwas mit Kartoffeln oben drauf, ein bisschen Käse und dazu gibt es Salat. Immer etwas Grünes, daran denkt mein Freund auch. Finde ich toll. Ich muss zugeben, ich habe gestern noch ein paar M&M's gegessen, die mit Erdnüssen, die liebe ich. Ich war auch richtig erschöpft, ich habe mich heute Morgen auch ehrlich gesagt noch müder gefühlt als davor schon und irgendwie auch wieder kränker. So, das heißt also, heute wurde nochmal gestrichen, das Ankleidezimmer. Das ist jetzt auch einmal komplett weiß. Ihr habt es gestern kurz gesehen, es war eigentlich lila. Ja, es war lila. Und heute wurde nochmal gestrichen, aber das Wochenende gönne ich mir meine Pause. So, meine Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich muss dringend duschen. Ich habe überall Sprinkler. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich wissen. Gebt mir einen Daumen hoch. Oh, da läuft eine Katze. Nein, okay. Ich mag Katzen eigentlich gar nicht so. Ja, lasst es mich wissen. Und auch, ob ihr vielleicht sowas öfters von mir sehen wollt. In 3 Wochen geht es bei mir los. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, tschüss.